Hagestolz. Der Hagestolz ist eine besondere Form des Junggesellen. Aber weil der Begriff nicht mehr gebräuchlich ist, kann man sich nur schwer vorstellen, was das bedeutet. Hagestolze waren im Neuhochdeutschen, also ab Mitte des 17. Jahrhunderts, unverheiratete Männer. Sie waren zwischen 25 und 60, hatten damit das heiratsfähige Alter überschritten und schienen nicht darauf aus, noch eine Herzensdame zu finden. Sprachforscher vermuten, dass sich Hagestolz aus den Wörtern Hag und Staldern zusammensetzt. Hag bedeutet ein abgegrenztes, eingezäumtes Land. Staldern ist das gotische Wort für Besitzen. Hag war in Mitteleuropa ein Grundstück, das vom Haupthof abgegrenzt war. Damit war es in der Regel zu klein, um es rentabel zu bewirtschaften. Der Besitzer, der sogenannte Hagestald oder Hagustald, konnte eine Familie also nicht ernähren. Weil das Schicksal eines unverheirateten Junggesellen dem eines Hagestald gleichkam, wurde die Bezeichnung auf ihn übertragen. Übrigens gab es im 17. Jahrhundert auch eine Hagestolzensteuer. Diese Steuer auf Ehelosigkeit war nach den immensen Verlusten an Männerleben durch den Dreißigjährigen Krieg eine bevölkerungspolitische Maßnahme. Man stelle sich das heute mal vor, eine Steuer für Single sein. Blümerant. Mir ist ganz blümerant zumute. Blümerant fühlt sich jemand, dem flau im Magen oder schwindelig ist und der kurz vor der Ohnmacht steht. Im Französischen ist bleu mourant blassblau, mattblau und wörtlich sogar sterbendes Blau. Blümerant ist eine Abwandlung davon, in Anspielung auf die leicht bläuliche Gesichtsfarbe von Ohnmächtigen. Wenn zum Beispiel eine Dame im zu eng geschnürten Korsett in Ohnmacht fiel, wurde ihr dennoch nicht schwarz, sondern blassblau vor Augen. Das Mattblau brachten hugenottische Einwanderer nach Preußen. König Friedrich II. War in dem Blauton extrem vernarrt. Er ließ sogar Produkte aus seiner königlichen Porzellanmanufaktur KPM in Pastellblau gestalten. Doch der Farbton kam schnell wieder aus der Mode. Die Leute empfanden ihn als unangenehm, manchmal unerträglich. Das könnte auch eine Erklärung dafür sein, dass Blümerant seine heutige Bedeutung hat. Bei dem Wettbewerb Das bedrohte Wort wurde Blümerant 2007 auf den zweiten Platz gewählt.